üble Sache, Maloney. Die Leute wissen nicht, ob sie für das neue Radio- und TV-Gesetz stimmen sollen. Gegen ein entsprechendes Honorar verkleide ich mich als Politiker, sage ja und halte dafür eine flammende Rede. Das muss nicht sein, Maloney. Es ist doch ganz einfach. Ein Ja zum neuen Radio- und TV-Gesetz bedeutet tiefere Gebühren und weniger Bürokratie. Und weniger Polizisten in Radiohörspielen. Das würde Ihnen so passen, Maloney. Dafür gibt es in Zukunft keine Bilag-Detektive mehr, nur noch Discounter wie Sie, Maloney. Dann kann ich mich jetzt wieder unter meinen Schreibtisch legen. Moment, Maloney. Wussten Sie, dass man bei einem Ja für kleine Gewerbebetriebe oder eine Zweitwohnung keine Gebühren mehr bezahlen muss? Sie könnten Ihren Schreibtisch als Zweitwohnung anmelden. Das geht nicht. Dann müssten all die netten Damen, die mich ab und zu unter meinem Schreibtisch besuchen, eine Kurtaxe bezahlen. Wir bezahlen gerne tiefere Gebühren für Maloney und Co. und sagen Ja zum neuen RTV-Gesetz.